Die Teilnehmer der Gedenkveranstaltungen zeigen es unabsichtlich deutlich. Der Volkstrauertag wird offenbar von den jüngeren Generationen kaum wahrgenommen. Zu lange sind der Erste und Zweite Weltkrieg mit den Millionentoten vorbei. Jedoch die Gefahr, dass es auch einmal Nummer 3 geben könnte, beileibe nicht gebannt. Der Volkstrauertag wird deshalb begangen, dass man niemals vergisst, was früher einmal gewesen ist, wie viele Menschen ihr Leben am Ende sinnlos opfern mussten durch Kriege, durch Gewaltherrschaften. Und sowas soll nie wieder passieren. Und deshalb mahnen wir und erinnern daran, um zu verhindern, dass allen das im Gedächtnis bleibt und dass jeder sich dafür einsetzt im täglichen Leben, dass sowas nie nochmal vorkommt. Der Gedenktag wurde nach dem Ersten Weltkrieg 1919 vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vorgeschlagen. Im Jahre 1922 fand dazu die erste Gedenkstunde im Reichstag statt. 3 Jahre später, am 1. März 1925, wurde der Volkstrauertag das erste Mal durchgeführt, am 5. Sonntag vor Ostern. Zur Zeit des Naziregimes wurde er zum Heldengedenktag erklärt und nach dem Zweiten Weltkrieg ganz bewusst vom Anfang des Kirchenjahres auf das Ende gelegt. Diese Zeit wird theologisch durch die Themen Tod und Ewigkeit dominiert. Die Erinnerungen stehen somit natürlich im Vordergrund, auch die ganz persönlichen. Ich persönlich habe den Krieg zum Glück nur kennengelernt, da war ich 2 Jahre alt. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich habe 2 Onkel verloren, die Brüder von meinem Vater. Sie sind nach 45 abgeholt worden und nie wiedergekommen. Und auch sowas darf nicht wieder vorkommen. Und dafür stehe ich ein und mahne, dass sowas nie wieder passiert. Die Zahl der Flüchtlinge in Europa und Deutschland zeugen von den bewaffneten Auseinandersetzungen in der Welt. Auch deren Opfern wird am Totensonntag gedacht. Sie sind die aktuelle Mahnung, dass Krieg nur unendliches Leid bringt.